Moin, Kines! Wir gehen jetzt in die Phoebe-Zone und Chris ist immer noch tot. Ja. Ich lebe. Was ist. Erstmal nach links! Und falls euch jetzt wundert, dass ich immer noch Self-States mache, wir sind immer noch fast Game Over, Kines. Da lebt Donald auf großem Fuß. Jetzt machen wir Feuer unterm Hintern hier. Wo geht's denn jetzt zum Fresstempel? So stelle ich mir den Tour. Du musst links abbiegen! So stelle ich mir übrigens den Tour auf der Baustelle vor, so wie hier jetzt gerade. Es passiert nie etwas. Oh, da ist ein Bullet Bill! Sport! Sport! So, genau so! Da muss ich mal meinen Schnürsenkel binden. So, genau so! Genau so! So dürft ihr euch Turi auf der Baustelle vorstellen. Da, so ganz knapp und dann kriegt ihr noch ein Power-Up reingeschoben. Und dann passiert mal was. Tschüss. Ui, da oben, da. Nur, dass ihr euch das so vorstellen müsst, dass da hinten noch eine Kreissäge sein muss. Winston! Wir haben ein Problem, wer ist Winston? Das ist bestimmt der Bruder von Mola. Da hat 3 Millionen Sterne gewonnen. Nee, du musst verstehen. Also rechts! Ja, mach ich, gucke. Danke, Chris. Nee, der Bruder von Mola, der spielt immer Super Mario World und der holt da die Monde und nicht die Sterne, weißt du? Ja, wenn mein Bruder nicht diese scheiß Monde geholt hätte, dann hätte ich schon 3 Millionen Sterne. Nee, das ist die Schwester von Mola, die Steffi, weißt du? Steffi für Stern, weil Mola holt ja die Sterne und Mola für Mond. Aber Steffi holt ja die Monde. Ah, Chris, du bist ja ein Fuchs. Nein, ein Eichhörnchen im Panzer. Und was sagt der Fuchs? Nö. Die sind scheiße, die Viecher. Ja, what does the fox say? Die sind scheiße, die Viecher. Der Fuchs weiß, wie es geht. Herr Turin, das ist schon ein Schlingel, so ein kleiner Lümmel. Baustelle. Ich bin ein Pfau. Ich hab Federn. Oh. That's enough in the factory world. Face the biggest and powerful SA3 Robot. Das steht für, super affengeiler Roboter. Schau mal eher da oben, wie der kleine Turi da rausschaut. Ich mach Sport. Das ist mein Sportwagen. Oh, da leuchtet die Schädelrübe. Ja. Hast du fein gemacht. Sport, 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 Sport. Sag mal, wie kommt Turi eigentlich ständig an solche Gerätschaften? Die liegen unter dem Fenster, Sims, weißt du? Der ist so einer, wenn der aus dem Fenster sitzt. Wie es gerade ausgesehen hat. Wie, als würde Mario den Goomba anpinkeln. Da lebt Donald auf großem Fuß. Ja, das Problem ist wirklich, in dem Moment, wo man schmeißen will, schmeißt der einfach immer schon wieder den nächsten Goomba. Du kommst einfach nicht dazu. Jetzt reicht's aber hin. Da! Sport! Ich glaube, jetzt muss ich mal mein Pokémon rausholen, Chris. Es ist nicht Hohn und Spott, sondern Hohn und Sport. Wer mir sagen kann, von welchem Pokémon dieser Ruf kommt, kriegt einen Keks. Wo wollt ihr denn hin? Ja! Kann das sein? Hat man es klatschen hören? Ja. Oh Gott, der macht mich auer. Nein! Ich will nicht mehr. Warum spielst du das eigentlich nicht, Chris? Einfach hübschlich. Ich bin allergisch gegen Roboter. Ich bin der Roboter. Ich wusste, dass es kommt. Ja! Ich habe ihn umgebracht. Ich dachte, das geht auch. Nee, du kannst ihn nicht auf den Kopf springen. Turi hat eine Helme auf, das ist so langsam ist. Ich glaube, ich habe mir dieses Bild im Kopf, was einmal im Spiegel drin war, mit diesen komplett einverpackten Plastikjungs da. Die kannst du nicht auf den Kopf springen, der hat eine Helme. Was weiß ich? Was hat mich denn jetzt getroffen? Hi, 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 de. Ich verstehe! Was trifft mich da?
Vielleicht einer dieser vielen kleinen Stacheln, die um die Fresse rumgehen. Meinst du seine Bartstoppeln? Ja. Eigentlich müsste er wissen, Ture schon 37 und wohnt noch bei Mutti. Übrigens ist ein Fakt, der mir auch noch nicht bekannt war. Mir auch nicht. Weil er nicht stimmt. Ture ist 3. Nee, er ist mindestens schon 4. Und 3 Viertel. 4, 3 Viertel. Oh, what's happening? Oh, yeah. Oh, mir wird ganz Tropfen tut weh. Wo zu hat mir wird ganz schwindelig, Kinder. Was passiert, wenn Ture sein Helm abnimmt? Sieht es aus, als würde er sich einen ablachen. Natürlich. Oh, du musst also Mario sein. Danke für mich. Was? Was? Bowser hat ihn gebrain... Ja, klar. Spott. Jetzt müssen wir das Titanenschloss finden. Prinzessin Peach ist da drin. Also haben wir jetzt den Mighty No 9 hier. Der sieht schon so aus, als wäre er auf Krawall gebürstet. Was ist denn das für ein Schlawiner? Mein Fuß ist 3 Burger lang. 3. Ich hasse die Schule. Sport! Eiswelt? Ja. Nein. Geil! Das ist der aus Adventure Time! Warte mal. Ich bin das Frigimon. Das war nicht. Der hab's jetzt nicht gesehen. Nee, ich hab ihn noch! Der Abgang. Wir killen kleine Gunthers, das ist ja nicht in Ordnung. Lass du dich mal killen. Nö. Ich rush das jetzt durch, die ganze Welt. Ohne dich. Dich brauche ich nicht mehr. Ich hab Ture besiegt, da kann ich auch den Gunther besiegen. Das sehe ich. Das ist der kleine Pedobär. Der Pedo-Eisbär. Das ist dieser kleine Mongo-Junge aus Digimon 4 ist das. Uah. Man muss ich jetzt eigentlich schon wieder? Du könntest jetzt auch einfach in ein Level reingehen und start selecten. Jetzt rein da! Oh Mann, schrecklich. Fuck you. Namaste, Chris. Aha. Ich bin das Frigimon. Also siehst du auch aus. Nee, das ist dieser kleine Mongo-Junge aus Digimon 4, wo sie sich in Digimon verwandeln konnten. Er war halt Mongomon. Siehst du, der stirbt jetzt sogar, wenn er dich umbringen will. Guten Tag. Du musst normal drauf springen, das sieht viel lustiger aus. Na, sowas kann ich doch nicht bringen. Dann wirst du auch noch als Gunther-Killer bekannt, wa? Der heißt nicht Gunther, der heißt Günther. Guten Tag, mein Name ist Günther und ich habe hier etwas für Sie. Ich hasse dich. Ich hasse Eiswelten, ich hasse dieses Spiel. Und Christo hast es schon wieder kaputt gemacht, meine Fresse! Jetzt bin ich wieder schuldig, Teufel! Du gehst durch eine Röhre und dann sieht's so aus. Als ich durchgegangen bin, sah's danach nicht so aus. Hey, ich hab dich allein in der Welt zurückgelassen. Wir kommen zurück in den Bildschirm und alles ist Chaos. Also, wer war das dann wohl? Du. Ja, klar. Ich hab die Atombombe zurückgeschmissen. Ich bin Gandhi. Mhm, oder? Ich hab einen Knüppel auf dem Kopf. Ich bin Gandhi. Um den Witz zu das ist doch gar nicht schwer hier. Bei Civilizations 5 am meisten Atombomben und am frühesten Atombomben. Ist ein Arschloch, ne? Am frühesten nicht mal, aber der hat da eine höchste Priorität drauf. Waren da nicht gerade 2 von denen? Ja, den einen habe ich aufgegessen. Ich bin das Frigimon. Nö, bist du nicht. Warum rutsche ich eigentlich? Alter, eine Albe! Ich glaube, das kann noch ein bisschen länger dauern. Ich glaube, ich stecke mir jetzt gleich erstmal Gummibärchen ins Ohr. Komm her zu mir, mein Sonnenlicht. Weißt du, was richtig eklig ist?
Nee, du musst uns aber gleich erzählen. Natürlich. Dafür bin ich doch bekannt, oder? Nee, aber so Gummibärchen in Wodka tränken, dass sie so richtig pralle werden und die dann essen. Ah. Kannst du auch ins Wasser werfen. Ja, aber dann ist kein Wodka drin. Das ist absolut richtig. Guten Tag. Sport! Das ist so ein typischer Touri-Abgang. Das wird dem Gunther aber nicht gerecht. Nee, wird's auch nicht, aber... Das ist von Touri, der Junge hier. Das war ohne Scheiß der Touri von Digimon. Der keine hat, Ahnung, ich habe die vierte Staffel, glaube ich, nicht mehr gesehen. Sagen wir es so, der hatte eine Mütze, die sah aus wie ein Kürbis. Kommt da jetzt nicht nochmal einer? Und ich glaube, der gehört auch so zu den Anime-Charakteren, die dann irgendwann einfach angefangen haben zu heulen und dann 10 Folgen nicht aufgehört haben. Ich muss weinen! Hä? Weil ich das so lange nicht mehr getan habe, muss ich jetzt voller ohne Grund anfangen zu weinen. Vor allem 10 Folgen lang. Na gut, dazu muss man zur Verteidigung sagen, die hatten auch ein Erzähltempo wie Dragon Ball. Na, Dragon Ball, ja, das war wirklich extrem, muss ich schon sagen. Ich liebe diese Serie, aber das Erzähltempo, da hättest du, sagen wir mal so, 20 Folgen lang verpassen können und du hättest trotzdem kein Problem gehabt, der Story zu folgen. Das Problem ist ja, One Piece treibt das ja nochmal auf die Höhe, indem sie die Spielfilme so designen, dass sie halt so einen ganzen Handlungsabschnitt, also so 10, 15 Folgen in einem Film, der 90 Minuten geht, zusammenfassen, indem sie einfach die unnötigen Szenen rausschneiden. Ohne Scheiß, du kriegst alles mit, was passiert ist, und zwar in 90 Minuten und nicht in 6 Stunden oder so. Ja, hörst du jetzt auf, mich abzuwerfen, du Scheißviech? Nee. Ja, du sagst auch nee. Ach, guten Tag. Sport. Sport. Ja, ich kletter erstmal nach oben, Ture. Lass grüßen. Ich komm von oben, wo geh ich denn hin? Nach oben, da oben. Ach, du lieber Gott. Ja, wär's dir lieber gewesen, wenn er runtergekommen wäre? Ich glaube, es ist sinnvoller zu springen. Nein! Wenn er schon drüben ist. Ach so. Weil sonst springst du vor ihn und dann BAM! Hast du so einen dicken Stein im Arsch. Aber, dass du da drauf stehst, wusste ich ja. Was? Steine sind richtig geil. Ja, sind sie ja auch. Der hier ist Dragonette und das ist Chubbaloo. Yo, Ash, check meine neuen Pokémon! Na, ich kenne jemanden, die sich über die Pinguine ganz besonders freuen wird. Die Kerze. Ja. Und der Arne, falls das gucken sollte, das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Hui. Nöp. Das ist Stürtube! Ja, hier brauchen wir eine Feuerblume, um weiterzukommen. Oh. Man darf halt nur seinen Pilz nicht verlieren. Mensch, der fängt jetzt ins Leben! Ja, das ist halt so, dass die Moral aus jeder Bar. Der fand seinen Pilz nicht verlieren. Mein Pilz habe ich ja noch, Chris. Du legst es ja auch immer schon zusammen, wie so brauchst. Ja. Whee. Ich kann ja nichts dafür, dass es immer so funktioniert, dass ich noch einen blöden Spruch hinterherhauen kann. Na, jetzt zeig mir mal, wie du das machst. Aber du hast recht, das ist wirklich gescheiter. Ja, Oma. Ich hab das Internet nicht gelöscht. Gescheit. Och, jetzt hier. Scheiß drauf, bin unverwundbar. Ja, wird gleich was dran ändern. Nein, lass mich in Ruhe. Mona, hol erstmal ein paar Sterne. So, jetzt hier. Wuhu! Wuhu! Duschen. Feuer duschen. Whee! Nee. Aber wenn das jetzt diese Dinger tauen würde, wäre das ja richtig schief. Ich danke, du bist wirklich momentan immer wieder... Siehst du, der trinkt sich selber um, der Mongo. Ja, er hat einfach so viel Glück. Das hast du doch eben auch gehabt. Ja, aber bei mir kommt zum Glück vielleicht alle 20 Folgen und dann habe ich wieder 20 Folgen lang Pech. Ja, dann kriegst du halt mal einen Kapern anstatt ach, eine Hecke. Ach, Taylor. Aber draußen, das ist doch Beschiss, ey. Das ist kein Beschiss, die Hitboxen sind halt so gesetzt, dass der Kopf die Todeszone für ihn ist. Das ist halt ein echter Touri, er hat seinen Helm nicht auf. Nee, nur seine Wollmütze für den Winter. Richtig. Ja, der Touri hat im Winter eigentlich einen Wollhelm auf, weißt du, da ist nochmal so eine Stahlkappe unter der Wolle. Der Winter ist die gefährlichste Jahreszeit für Touri. Stimmt gar nicht, die gefährlichste Jahreszeit ist der Herbst. Da könnten ihn ja die fallenden Blätter erschlagen, wenn er seinen Helm nicht auf hat. Ach so. Hättest du jetzt 50 Jahre, hätte ich 3 Leben bekommen, aber nein. Sehe ich aus wie 50? Ja. Geil. Der Tag, an dem man am Nachmittag mal kurz das Schläfchen macht, dann kurz aufwacht und sieht, dass im WhatsApp auf einmal Sport steht.
der Tag, in dem man irgendwie jemandem im WhatsApp eine nette Nachricht schreibt und dann eine halbe Stunde später SPAT zurückbekommt. Das war kein Aufruf. Timer ist abgelaufen, hau raus. Ich sterb doch jetzt sowieso, was bist du denn? Okay. Der Sportergeier hat mich getötet. Spartakus ist heute Tour. Ade. Oh Gott.